Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich habe euch beim letzten Mal gesagt, wir schauen uns diesmal den Befehl an, mit dem wir Buchstaben ja, in die Breite zerren können. So, das Attribut heißt font-stretch, stretch von Strecken eben, so, hat ein großes Problem. Und zwar wird das erstens nicht von allen Browsern unterstützt, von Firefox schon. Aber wenn wir uns das Ganze in Firefox ansehen, dann werdet ihr merken, naja, also toll ist das nicht. So, wir schreiben uns ein Inline-Element für Style, schreiben hinein Font, Stretch, Doppelpunkt. Und jetzt können wir hier feste Werte nur einsetzen. Wir können also nicht sagen 3 Pixel oder 5 Pixel oder so, sondern wir setzen feste Werte ein. Und die Werte für das Quetschen, enden alle mit Condensed. Und ich gebe nur mal das einfache Condensed ein. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, und wie ihr hier seht, seht ihr gar nichts. Der quetscht mir nichts. Das liegt daran, dass sich auch nicht jede Schriftart quetschen lässt. Und dieses Georgia hier zum Beispiel, was ich hier benutze, das lässt sich gar nicht quetschen. Also viele Schriftarten fallen da sowieso schon raus. Ich nehme jetzt mal eine Schriftart, die eben tatsächlich sich quetschen lässt. Font Family Doppelpunkt Arial. Das lässt sich quetschen. Und ich gebe das Ganze mal ein. So, und wenn ihr jetzt dieses Arial mit dem normalen Zustand betrachtet, oder wie es normal aussieht, dann ist es tatsächlich etwas zusammengeschoben, etwas in sich ineinander geschoben oder enger geschoben. Im Gegensatz zu den Lücken, die man dazwischen setzen kann, also das Letter Spacing, werden hier tatsächlich die Buchstabenbreiten verkürzt, aber eben nicht viel. Das heißt aber trotzdem, dass eben die Buchstaben nicht übereinander geraten, sondern die stehen weiterhin schön nebeneinander, sind dann halt bloß etwas schmaler. Also das ist, kann ich machen und ich kann auch hier eingeben, zum Beispiel extra condensed, extra Bindestrich condensed, oder wir schauen uns das jetzt ganz nochmal an, das wäre die stärkste Variante, ultra condensed. So, und ja, und hier macht er jetzt mir gar nichts mehr. Also das ist so, wir schauen uns jetzt nochmal die normale Variante an. Also wie gesagt, das ist nicht unbedingt so jetzt, upsala, hier ein bisschen anders meine Sachen setzen, mal sehen, vielleicht hat das mir jetzt nicht gemacht, weil guck mal nochmal. Ja, nee, aber er macht tatsächlich hier nichts mehr. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Normalfall an. Normal. Das ist so ein bisschen wie mit dem Font-Weight-Befehl, wo man sich die Buchstaben dicker setzt und da bei vielen Wertänderungen auch nichts richtig passiert. So. Also das ist jetzt der normale Abstand, da seht ihr schon, das macht schon einen Unterschied. Und ich könnte jetzt auch statt normal, könnte ich expanded, also gestreckt eingeben, expanded. Und dann schaue ich mir das Ganze an und ja, dann macht er hier mir auch nichts. Jetzt gebe ich mal ein, es gibt noch ultra expanded, das gäbe es auch noch. Und extra expanded gibt es so, und ultra expanded ist das stärkste, und da macht er mir auch nichts, ne? Also das ist kein toller Befehl, weil es in vielen Aspekten gar nicht so richtig funktioniert. Wenn man jetzt zum Beispiel noch sagt, so, ich setze jetzt noch die Font Size auf, was weiß ich, 48 Pixel, dann könnte man dann schon hier so, naja, also
Auch da sieht man nichts. Es gibt Schriften, bei denen soll das funktionieren. Gut. Okay, aber jetzt habe ich es euch gezeigt. Jetzt wisst ihr, was ihr damit anfangen könnt. Und wenn ihr mal irgendwie was sucht und sagt, okay, jetzt probiere ich das doch nochmal aus, dann behaltet dieses Video in Erinnerung. Wie gesagt, oftmals funktioniert es nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, ein bisschen lächerlich, ne, weil ich euch ja gar nichts zeigen konnte, aber wenn euch das Video gefallen hat, trotzdem so, es war interessant, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch auch einen recht unscheinbaren Befehl, der aber manchmal Wunder bewirken kann. Bis dann.